Moin Moin, willkommen zurück. Wir sind immer noch unter Tage unterwegs. Hier bei einem der Zwergenclans. Und thronen hier über den Besiegten. Oh, Moment. Handelt es sich hier um? Ja, eine Meisterarmbrust. Die nehmen wir gleich mit. Und setzen den Weg fort. Denn dieser Kampf hat uns glücklicherweise nur wenig erschöpft. Ist alles noch reich mit Fallen gespickt. Die werden wahrscheinlich dann auch die Trolle ausgelegt haben. Beziehungsweise die Kobolde. Alles andere wäre ein bisschen merkwürdig, wenn es bisher überlebt hat. Okay, eine verschlossene Tür, die Lindsay leider nicht knacken konnte. Gut gesehen, Nikondario. Und hier haben wir die nächsten Trolle. So, Valerie ist glücklicherweise vorne. Glücklicherweise in der Tat. So, wer hat denn hier einen Donnerruf verursacht? Ah, wir haben hier einen Kobold-Propheten. Dann können wir auch gleich nochmal unser eins der Gebete anstimmen. Von Harim dann nochmal die positive Energie wieder. Von Rockscha auch. Und wenn wir noch einen kleinen Moment aushalten, dann sollte der Kampf auch gleich zu unseren Gunsten kippen. Ja. Ein Gnome kann sich natürlich der Schlagkraft unserer Gruppe nicht wirklich widersetzen. Also der Kampf mit der Säurewaffe gegen die Trolle ist wirklich angenehm. Valerie könnten wir demnächst noch einmal heilen. Hier liegt noch ein bisschen Artefaktkram rum und hier sind wieder die giftigen Boten. I won't be halted. Don't hesitate. So. Done with waiting. Schauen wir mal, dass Valerie und Amiri hier den Kampf anführen. Oh, verdammt. Ah, dass jetzt hier diese Spinnennetzfallen liegen, ist ganz und gar unschön. Zumal die wahrscheinlich auch mehrere Ingame-Stunden hier bestehen. Okay. Valerie ist den Spinnen erlegen und Amiri leidet am Blutfeuerfieber. Irgendwo dazwischen habe ich gerade eben auch unseren Hund erbärmlich jaulen hören. So, dann. Oh verdammt. Woran ist Valerie denn jetzt gestorben? Ein Zähigkeitsrettungswurf sogar geschafft. Aber wogegen? Gegen den Biss. Sie wurde echt nochmal angegriffen. Das sind ja fiese Viecher. Dann können wir gleich nochmal schauen, woher das Netz kam, ob die Spinnen das auslösten oder ob wir eine Falle übersehen haben. So, Lindsay, dann halt erstmal die Valerie. Gut.
sind keine Fallen, oder? Doch, hier ist sie. Ah, okay. Dann kann Valerie hier Aufstellung nehmen, zusammen mit Amiri. Die KI stellen wir nochmal aus. Und Lindsay zusammen mit Ekundario locken die Spinnen zu uns. Okay, der Kampf beginnt. Mit gerade mal zwei Spinnen, die an die Front vorrücken können. Ein wesentlich leichterer Kampf. Ah, hier ist ein Schamane. Da müssen wir nur aufpassen, dass sie nicht zu ihm durchlaufen. So. Einmal die KI aus. In den Rückzug. Knapp. Okay, und Lindsay versucht jetzt die Falle zu entschärfen und Valerie die Falle zu umgehen. Das geht leider nicht. I can't keep this up much longer. I failed. Och, Lindsay, wirklich. Es gibt halt keine Fallen, die wirklich nerviger sind als das. Vor allem, weil wir jetzt wieder unsere ganze Rüstung loswerden müssen, damit sie überhaupt noch irgendeine Chance haben, sich daraus zu befreien. Beweglichkeit ist immer noch minus 1, weil unsere Geschicklichkeit gesenkt ist, weil wir verstrickt sind. Okay. Also mal gucken, ob wir so da durchkommen. Möglicherweise nicht. Möglicherweise muss aber auch niemand wirklich da durch. So, ich muss mich einfach nur aufrappeln und dagegen ankämpfen. Ah, Lindsay hat es leider verkackt. Damit bleibt diese Truhe verschlossen. Ah, ein Schlüssel. So, Raksha. Warum Harem? Hat eine 5, muss gegen 24 den Wurf schaffen. Okay, wir können nochmal das Lied des Mutes anstimmen. Moment, Lied des Mutes? Nee, das meine ich nicht. Das Lied des Erfolgs. So, sehr gut. Damit hat Raksha es schon mal geschafft, sich zu befreien. Jetzt müsste nur noch es dem Hund und Harem gelingen. Möglichst bevor... Ja, da ist leider schon das Lied aus. Rettungswürfe gegen Furchteffekte, das wird uns nichts bringen. Moral auf Rettungs- und Fertigkeitswürfe. Es gilt eigentlich nicht als Rettungswurf, was Harim da versucht. Aber wir können es trotzdem mal probieren. Jetzt kann er nämlich Athletik probieren. Mit 7 gegen 17. Das könnte er auch irgendwann. Irgendwann wird er das schaffen. So. Und wie beim letzten Mal setzen wir damit schon mal unseren Weg fort. Ach so, und jetzt passen die anderen die Gehgeschwindigkeit an. So, der Hund hat es wohl gerade geschafft. Aber Harem noch nicht zurück. Everywhere I go, a pall hangs over everything. People say it was better before I arrived. Modifikator 7. Also, er würfelt relativ schlecht. Sollte es aber irgendwann schaffen. Ein Koboldlehrer, ein in lange wallende Roben gehüllter Koboldschamane, stolziert vor den versammelten Trollen und Kobolden auf und ab.
Er wirkt stolz, streng und ausgesprochen würdevoll. Borba Worte. Genau zuhören und nachsprechen. Sprechen, wiederholt der Koboldschüler schrill und bricht in ein schnaubendes Gelächter aus. Der Schamane starrt den Schüler eine Weile an, zischt dann wortlos und wendet sich den anderen zu. Gulp. Essen. Gulp. Essen. Essen. Borba. Fleisch. Fleisch. Der Borba. Fleisch. Der Schamane dreht sich um und sieht dich. Mit geweiteten Augen zeigt er auf dich. Dur, Borba. Tötet Fleisch. Fleisch töten. Ah, da sind ja wieder wichtige Lektionen. So, wir haben einen Lachanfall, den probieren wir mal auf den Troll, um den erstmal aus dem Gefecht zu nehmen. Rorksha setzt nochmal die positiven Energien frei und wird dann ganz gezielt Valerie heilen. Ach verdammt, wir können im Kampf bestimmt die Rüstung nicht anziehen. Ja. Das ist natürlich ziemlich bescheiden, komplett ohne Rüstung jetzt gegen diese Gestalten anzutreten. Vor allem, weil das Valeries Rüstungsklasse irgendwie um 11 Punkte herabgesetzt hat. Ach, und ich habe die KI immer noch aus. Dann haben wir gerade eben so ziemlich jeden Fehler uns erlaubt, den wir uns erlauben konnten. Und haben trotzdem bestanden. Okay, gut. Ritterrüstung plus 1, das ist schon mal deine. Rorksha war in der Brustplatte, sie in ihrer... Oh, ihre Fellrüstung hatte sie anbehalten. Was haben wir denn bei ihr abgelegt? Da war gar nichts nötig, ne? Okay, bei ihm mussten wir auch nichts ablegen. Sie hatte ihr beschlagenes Brusthemd. Okay. Dann müssen wir immer nur noch auf Harim warten. Oh, und er kommt sogar mal an. Gut, dann kann er auch seine Ritterrüstung anziehen. I'm going. Don't rush me. Und nicht mehr lange, dann werden wir uns schon wieder ein Lager errichten müssen. Ein Märchen aus Avistan über einen wütenden Gott namens Rovaguk. Die Flussfreiheiten. Sag, was du willst und führe ein freies Leben. Niemand kann dir den Mund verbieten. Kein Fürst, kein Priester, kein Händler und kein Bandit. Eidbrecher sterben. Schwöre keinen Eid, den du nicht erfüllen kannst. Eidbrecher bezahlen ihre Ehrlosigkeit mit ihrem Blut. Das klingt eigentlich erstmal nach guten Geboten. Höfe sind für Könige gedacht. Allen Herrschern der Flusskönigreiche steht es frei, die Gesetze ihres Landes selbst zu bestimmen. Doch ihre Macht endet an ihren Grenzen. Sklaverei ist eine Abscheulichkeit. Okay. Chroniken der Klingen. Verlorene Söhne. Das kommt mir bekannt vor. Das haben wir schon mal irgendwo gesehen. Ja, da hindern wir eine Kultur daran zu entstehen. Schade, schade. Und das müssten die, genau, die Ausrichtung für den Mond und für die Sonne sein. Den Mond nach unten, die Sonne nach rechts. Die Trolle war nicht freundlich zu diesen seltsamen Statuen. Ihr Zweck ist weit dahin unbekannt. Wobei hier haben wir das S. Und das S ist aber definitiv im Süden. Also die Sonne muss auf... Weiß ich nicht. Für die Sonne steht die S-Rune und für den Mond steht diese Fischrune. Es ist halt die Frage, ob der Schattenfall angibt, auf welchem Zeichen sie zu stehen haben, oder ob einfach die Runenverbundenheit das Wichtige ist. Schon wieder, das haben wir schon.
Onwards. Aber zweifelsohne ist das ein Hinweis auf das obige Rätsel. Oh, schön gemacht, Lindsay. Aus irgendeinem Grund haben die Trolle dieses Zwergenkunstwerk nicht zerstört. Autsch. Und gesichert mit einem Feuerball war der Stirnreif der erwachten Weisheit. So, wer kann denn noch einen Weisheitsboost gebrauchen? Unter Umständen Harim. Denn wir haben das schon genossen. Bei ihr ist Weisheit eigentlich nicht so wichtig. Für Inquisitoren ist auf jeden Fall für Jaethel könnte es nochmal eine interessante Geschichte sein. Ein Waldläufer. Bonuszauber. Aber er ist ja kein richtiger Waldläufer, oder? Oh, naja, doch ist er. Ja, ein Harim hat davon erstmal mehr. Sorry, was lost in thought. So. Genau, dann hat er hier auch einen Zauberspruch mehr. Und auf den höheren Graden erst später. Gut, dann merken wir uns mal Fischrune für den Mond und die S-Rune für die Sonne. Das kann man sich ja relativ gut merken. So, und auch mit voller Rüstung werden wir uns mit den Kreaturen nicht mehr allzu lange schlagen können. Was haben wir denn hier noch für Heilmöglichkeiten? Magritium Turinos. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Magritium Turinos. I'll try to do it. Magritium Turinos. Just letting the ink dry. Let's move already. Magritium Turinos. Ah, schade, das war der letzte. My search was not in vain. Adventures call to them. Applause, please. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Und hier hat Lindsay sogar mal die Tür geknackt, das Schloss. It's just not my lucky day. Hier haben wir aber nochmal eine Truhe mit Schlüssel und hier haben wir nochmal einen Schlüssel. Und hier müsste der Aufweg zum Mond sein, vielleicht. Primitive Statuen von Sonne und Mond an sonderbaren Standorten. In der Tat. Demnächst ist auch mal wieder angesagt, ein bisschen das Inventar zu entschlacken und ein paar der Reichtümer unter das Volk zu bringen.
Okay, also bisher steht er auf der S-Rune. Das war auch nicht der Fisch. Das ist der Fisch. So, genau. Mond und Fisch. Ach, guck mal, das ist auch jetzt so. Ne, der Mond dreht sich immer mit, alles klar. Na, 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 na. Was? Kann ich dich anders rumdrehen? So. Und die Sonne dann auf S. Aber die Sonne haben wir schon auf S. Das hatte ich mir nämlich auch so gemerkt. Hier haben wir den Künstler. Da haben wir ohnehin schon den Geheimgang entdeckt. Hier unten haben wir alles beseitigt. Da ist die Statue eingebrochen. Dann gehen wir noch mal nach unten und gucken, ob das unten etwas ausgelöst hat. So, die Türen sind wahrscheinlich immer noch verschlossen. Ja, yeah. Sind sie. Trollhunde, Bogenschützen, hier haben wir noch was. So. Valerie, einmal bitte vorstürmen. Ach verdammt, warum ist denn jetzt Amerisch wieder in erster Reihe? Okay, ging aber Gott sei Dank gut. Sogar sehr gut. Okay, habt ihr auch alle eure Intelligenz wieder? Ja, ne? Ganz schön weite Steinhalle. Wird hier uns einfach noch aufgelauert? Ja, einige kleinere Güter, Edelsteine und die zweite Hälfte vom Tagebuch des Kommandanten. Sarenit, 44. Jahrhundert, 99. Jahr. Rostland steht in Flammen. Die Barbaren hatten einige Drachen dabei. Anstelle von Händlern bevölkern nun Heerscharen hungriger, zerlumpter und verwundeter Flüchtlinge die Straßen der Schilde. Dank uns haben sie wenigstens von Banditen nichts zu befürchten, aber so kann es nicht weitergehen. Alle drei Clans sind inzwischen mittellos. Wir bleiben nur hier, weil niemand sein Gesicht verlieren und als erster aufgeben will. Arodus. Es gibt Neuigkeiten aus der Silberschildfestung. Die Voradashes ziehen ab. Alle verfluchen sie, aber ich bin ihnen insgeheim dankbar. Sie haben Schande über sich gebracht, aber den anderen ermöglicht, ihr Gesicht zu wahren. Einige geben sich kämpferisch und behaupten, die Skierges und Langebuchs kommen auch ohne sie zurecht. Aber alle wissen, dass nur noch leeres Gerede ist. Das ist das Ende der Straße der Schilde. Toravsch. Wir raffen unsere Habseligkeiten zusammen und bereiten die Versiegelung der Festung vor. Für lange Zeit, Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende. Bis zu dem Tag, an dem unsere Nachfahren hier zurückkehren, um sich zu nehmen, was ihnen gehört. Wir müssen viel zurücklassen. Tja, wenigstens haben wir jetzt Verwendung für all diese Geheimräume. Die sengende Esse ist zurückgelassen. Und diese zurückzulassen ist besonders schmerzlich. Es gibt in den ganzen Flusskönigreichen keinen zweiten Schmelzofen wie sie. Es wäre nicht einmal schändlich, Thorak selbst anzubieten, an ihr zu arbeiten. Wie viele verzauberte Pfeile, Schwerter und Äxte haben wir in diesem Schmelzofen geschaffen. So viele Trolle sind durch diesen magischen brennenden Stahl gefallen. Ein Jammer, dass wir den Schmelzofen nicht mitnehmen können. Wir können nur hoffen, dass keine Eindringlinge diese Festung finden und wenn sie es doch tun, nicht hineingelangen. Auch den unweit des Wachturms verborgenen Schatz mussten wir zurücklassen. Er kann nur von Vertretern aller drei Clans geöffnet werden, wenn diese ihre Schlüssel vereinen.
Die Voradashes haben ihren Schlüssel mitgenommen, als sie abrückten. Tja, das war natürlich ihr gutes Recht. Der letzte Geheimraum wurde vom alten Ols versiegelt, einem Meister für komplexe Mechanismen. Es hat nicht einmal mir verraten, wie diese Maschinerie funktioniert. Er hat nur wie ein Wahnsinniger gelächelt und etwas von der Sonne gemurmelt, die Gäste der Festung begrüßt und dem Mond, der dem Himmelsofen die Stirn bietet. Lamashan. Wir verlassen die Festung, die 300 Jahre lang von den Generationen unserer Ahnen bewacht worden war. Wir kehren auf derselben Straße zurück, die einst von unseren Urgroßvätern gepflastert wurde, der Straße, der wir unser Leben gewidmet hatten. Doch nun ist die Straße der Schilde eine Straße der Schande für uns. Aber nicht alle haben diese Entehrung akzeptiert. Einige verzweifelte Seelen, die sich selbst als die letzten Schilde bezweifeln, mein Gott, die sich selbst als die letzten Schilde bezeichnen, haben geschworen, die Straße bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Sie sind es, deren Geist... denen der Geist der Zwerge innewohnt, den König Thalrik erwecken wollte. Sie sind die Besten unter uns. Ein Jammer, dass sie einsam in der Wildnis sterben werden. Der junge Varg ist einer von ihnen. Er hat sich glatt geweigert, seinen Posten im Wachturm zu verlassen. Ich gab ihm den Schlüssel der Langebuchs. Schließlich haben wir niemanden, der würdiger wäre, ihn aufzubewahren. Der alte Gaugen Skjegge bleibt bei ihm. Er will lieber als alter Sturkopf sterben, sagte er, nicht als Feigling. Ich kann dazu nichts sagen. Schließlich haben wir unsere Könige und unsere Ahnen enttäuscht. Leb wohl, Bronzeschildfestung. Ruhe sanft und träume von dem Tag, an dem die Zwerge zurückkehren werden. Den Schatz haben wir gefunden und die Clansmänner haben wir geehrt. Und wenigstens trägt ein Zwerg das Erbe der Zwerge. Zumindest ein Teil davon. Und hier haben wir noch einen Truhenschlüssel. Da wissen wir, glaube ich, schon, wo der ins Schloss passt. So, Valerie, voran. Wir haben keine Lieder mehr, wir haben keine Auren mehr der Heilung. Und das heißt, wir müssen gucken, dass Amiri auf jeden Fall auf den Beinen bleibt. Ja, und so wurde auf den Beinen zu einem Todesfall. Als sie sich gerade aufrappelte und dann von einem kritischen Treffer hinterrücks getroffen wurde und für immer verschied. Dann werden wir nochmal eine andere Herangehensweise wagen. Wo es wahrscheinlich schon ausreicht, wenn Amiri einfach, wenn Valerie einfach den Sturm leitet, so wie wir es eigentlich immer angedacht haben. So, das sind natürlich eine Menge Feinde und im schlimmsten Fall werden wir umringt. Oha. Ja, gut, da besteht nicht mehr Valerie. So, von hier unten haben wir auf jeden Fall die bessere Position. Haben aber schon wieder die falschen Leute vorne. So, stellt euch jetzt bitte nochmal neu auf. Let us strike as one. Ach, Amiri. So, das Wichtige ist einfach nur, dass ihr eure Position haltet. Oder auch nicht. Ihr seid doch Dickschädel. Okay. Schöner Schlag. Und damit ist nur noch der Trollhund der letzte Überlebende. Komm, Amiri. Sehr schön. I won't be halted.
search was not in vain. What troubles you? So, Lindsay. It's just not my lucky day. Applause, please. Wie viel Erfahrung gibt uns eigentlich der Ausflug hier runter? Und so wie es ausscheint, einiges. Wir sind gar nicht mehr so weit von Stufe 7 entfernt. I wrote it like I saw it. Anything else? Und hier ist auch nochmal eine Tür abgeschlossen, aber da sind wir schon mit dem passenden Schlüssel für ausgestattet. Ich werde mal gucken, was hier hinter wartet. So. We do it my way. Give the order. As to victory! I must be doing it wrong. Out of my way! Dann kämpft mal. Und zwar mit Verstand. Das sieht soweit gut aus. Wir haben leider nur noch ganz, ganz schwache Zauber, die wir umwandeln können, aber das brauchen wir auch gar nicht mehr. Das sieht mir bald schon aus wie die zentrale Halle. So, wir haben hier Kobold-Wachposten. Oha. Ist das die Schmiedeesse? Oder einfach ein Altar an Thorak? Ja, hier ist Hagulka. Dann werden wir jetzt einfach hier unten unser Lager errichten. Direkt nebenan unsere Ration verbrauchen, aber dafür uns heilen. Okay, Lagertarnung 19 ist wunderbar. Dann verstärken wir unsere erste Wacht. Achso. Doch, das macht so rum schon Sinn. Nanu? Müsste mir jetzt hier irgendwas anzeigen, weshalb ich nicht ruhen kann? Nicht genügend Ration. Oh, wir haben nur noch 3. Das ist aber ärgerlich. Ja, das kommt davon. Dann nimmt man ein paar Rationen mit und dann stellen sie sich auf einmal bei der Jagd nicht mehr so gut an. Let's move already. Und langsam schwindet der eigene Vorrat. Es könnte natürlich sein, dass wir trotzdem den Kampf aufnehmen könnten. Na. Aber ich würde halt nicht damit rechnen. So, dieser Trollschatz erinnert dich an eine Müllhalde, geborstene Tische, kaputte Regale, aus den Angeln gerissene Türen, alles von den Raubzügen in den Dörfern der Menschen. Okay, dann schließen wir jetzt nochmal die Truhe hier auf, da ich glaube, dass wir dafür den Schlüssel gefunden haben. Ja, und hier haben wir immer noch das Rätsel. Der Mond ist der Sonne zugewandt und die Sonne wendet sich dem Eingang zu. Das kann natürlich auch der Grund sein. In dem Fall wäre der Mond auf der S-Rune und die Sonne... Ja, auf welcher Rune auch immer im Süden ist. Im Süden ist, glaube ich, das S.
Hä? Wir haben doch einen Schlüssel. Wofür ist der denn? Hast doch schon Schatztruhenschlüssel. Na gut. Und hier haben wir uns auch bereits alles angeeignet, angeschaut. So, jetzt hast du dich ja gerade noch mal bewegt. Aber das ist der Mond und er schaut nach da. Das passt ja, weil jetzt ist er auf der Rune. Und wenn die Sonne jetzt nach Süden schaut, und das tut sie, steht sie auf der S-Rune. Ich halte die Konstellation so eigentlich für richtig aufgelöst. Da führt natürlich kein Weg hin. Tartuk, der große Kriegerkobold. Look ahead. Na sowas. Ein weiterer Zwergenschlüssel. Praktisch. Oh, hier ist auch noch eine Tür. Hier auch. Oh, und hier ist... Was ist das denn? Ein Zwerg zwischen Ebern? Uah. Du siehst einen Haufen verstümmelter Leiber, der bis unter die Decke reicht. Die Kadaver waren einmal Menschen, Zwerge, Kühe, Schafe und weiß Gott was sonst noch. Einige Kadaver sehen frisch aus, bei anderen hat bereits die Verwesung eingesetzt, die den Gang in einen übel riechenden Gestank hüllt. Vermutlich haben die Trolle diese Ecke als Fleischlager benutzt. Du willst gerade weitergehen, als du eine schwache Bewegung am Rand des Haufen wahrnimmst. Nach einem genaueren Blick stellst du fest, dass eine der vermeintlichen Leichen noch nicht tot ist. Ein Zwerg mit nacktem Oberkörper bewegt lautlos seine Lippen und starrt mit blinden Augen zur Decke. Seine Brust ist mit riesigen Bisswunden übersät und er hat keine Beine mehr. Jemand scheint sie ihm bis zu den Knien abgebissen zu haben. Lasst uns diese unglückliche Seele einen schnellen Tod schenken und dann Jagd auf die Monster machen, die den armen Mann das angetan haben. Amiri knurrt missbilligend und umfasst den Griff ihres Schwertes. Es fühlt sich falsch an, ihn zu töten. Er ringt mit dem Tod, das ist sein Kampf. Lassen wir diesen armen Burschen alleine leiden. Er steht an der Schwelle des Todes. Lassen wir ihn seinen letzten Schritt in die Vergessenheit alleine gehen. Ekund zieht einen Pfeil aus seinem Köcher. Gnade, sagt er, und zielt auf den sterbenden Zwerg. Wir untersuchen ihn. Der Zwerg macht sich nicht den Eindruck, als würde er überleben. Er hat viel Blut verloren und jeder andere wäre seinen schrecklichen Wunden längst erlegen. Dass er immer noch am Leben klammert, grenzt an ein Wunder. Oder ist seiner unglaublichen Sturheit zuzuschreiben? Wir versuchen ihn zu heilen. Dein Heilungsversuch zeigt Wirkung. Der Zwerg scheint sich zu erholen und beginnt in einer unbekannten Sprache zu sprechen. Karadash Kramre Dukkalalon. Plötzlich wird es um dich herum dunkel und der Boden beginnt im Einklang mit der Stimme des Zwergs zu birgen. Usma Cyril Najak. Was ist das? Was geht hier vor? Hör sofort auf damit, ihr Schurke! Arim fasst sich an den Bart. Die alte Zwergensprache. Der Fluch von Thorak. Oh, Grötor steht einem treuen Diener bei. Jetzt werden wir alle sterben. Arims Stimme klingt gleichsam ängstlich wie aufgeregt. Wir versuchen nochmal, den Zwerg zu heilen. Als seine Heilung einsetzt, unterbricht der Zwerg seinen Monolog und scheint sich an seiner Umgebung wieder bewusst zu werden. Unter großer Anstrengung bewegt er den Kopf und sieht dich an. Ihr seid kein Troll. Ich dachte, ihr gehört zu denen. Der Zwerg hustet und spuckt dunkles Blut aus. Ich bin Priester von Thorak. Habe diesen alten Vorposten durchsucht, bin offenbar fündig geworden. Er versucht zu lachen, bricht aber in erneutes Husten aus. Kommt näher. Unter enormer Anstrengung hebt er seine Hand und flüstert einen Segen, der im Gegensatz zu seinen vorherigen Flüchen süß und gütig klingt. Als er Thoraks Namen hört, schreckt Harim zurück.
Ich brauche keinen Segen des Verräter Gottes, flüstert er in seinen Bart. Die letzte Anstrengung scheint zu viel für den sterbenden Zwergen gewesen zu sein. Als er fertig ist, lässt er seine schlaffe Hand sinken, stößt einen letzten Atemzug aus und verstummt. Ja. Okay. Ist das der Segen? Ein unbekannter Segen. Und dann liegen hier noch einige Segensschriftrollen und Heilungsschriftrollen und über das Wesen der Göttlichkeit. I won't be halted. Over there! Ja, ich frage mich, wann sie den angebissenen Zwergen, ein Zwergenhemdsplitter, da haben liegen lassen. Unsere ach so reformierten Trolle. So, hier ist, ich kann es kaum erkennen, aber es ist auch eingestürzt. Ich suche immer noch einen Weg in die Mitte. Und eine mögliche Lösung für das Mond- und Sonnenrätsel. Weil normalerweise deutet sich ja sowas dann doch irgendwie dadurch an, dass man eine Vibration im Boden spürt, wenn sich irgendwelche Sachen verschieben oder sonst irgendetwas passiert, was einem das Anzeichen gibt. Das ist wie ein Schneesturm, nur heiß. Regen? Wenn du meinst, Amiri. So. Jetzt kann Amiri auch wieder sich um die Jagd kümmern. You practice so much. And always by yourself. Aren't you tired of doing the same lunges over and over again? How about we work together? Fine, why not? But it won't replace my practice. For me, the most important asset in battle is discipline, self-control, and iron will. Ja, die haben auch nur das Minimum an Rationen mitgebracht. Das heißt, wir haben jetzt unsere letzten Vorräte aufgebraucht. Wurden aber wieder mit einer ruhigen Nacht gesegnet, die nicht zu einer völligen Heilung führte. Ja, gut, wir haben auch alle Heilzauber soweit aufgebraucht, das heißt, wir hatten die reine Heilung durch den Schlaf und der war hier auf den steinernen Treppen im ausklingenden Regen wohl nicht so erholsam. Tatsächlich wenig verwunderlich. So, dann geht's wieder nach unten. Es ist hier so hell. Damit haben wir hier auch alles erkundet. Den Geheimgang haben wir hier entdeckt. Können wir mal gucken, ob der Künstler sich irgendwie ablenken lässt. Können wir für sein Bild komplementieren, aber das bringt auch nichts. Dann haben wir hier noch eine Tür, die wir jetzt auch einen Schlüssel haben. Anything else? Oh. Ein Bogen, und zwar Metallfresser. 2d6 Säureschaden. Und außerdem eine Verbesserung von plus 1. Das ist ein sehr guter Bogen, der uns natürlich hier gegen die Trolle ungemein hilft. Damit ist ja auch Ikundayo jetzt in der Lage, uns sehr zu helfen. Und gerade mit dem Doppelschuss sollte das wirklich üppiger Schaden sein. Okay, aber warum? Oh, ich vermute, wir haben uns so sehr auf den Langbogen spezialisiert, ne? Ach, sowas ist dann bitter. Also, dass wir trotzdem Angriffe... Moment, schnell schießen, minus 2...
Metallfresse selbst gibt auch minus 2. Warum? Warum gibt der Bogen selber Abzüge? Ach, wahrscheinlich, weil er übergroß ist. Eine außergewöhnlich große Waffe, die mehr Schaden verursacht, aber einen Malus hat. Ah, okay. Gut. Sieht trotzdem noch gut genug aus. Mit plus 10 werden wir trotzdem die meisten Monster treffen. Ich glaube, von den Schadensmöglichkeiten her ist das jetzt auch sogar unsere mächtigste Waffe, die wir dabei haben. Mann, Mann, Mann. Gut, dass wir hier nochmal abgebogen sind. Was haben wir denn hier? Also er macht 3 bis 10 Schaden, 7 bis 16, 8 bis 19 und bei ihm 7 bis 17. 2d6 plus 5? Das ist tatsächlich nur der Grundschaden. Da ist noch nicht mal der Säureschaden mit dabei. Das sieht in Wirklichkeit viel höher aus. Gut, wenn da die Schlüssel passen, vermute ich, dass wir hier immer noch nicht weiterkommen. Nee, jawohl. Hier unten könnte noch was sein. Vielleicht ist da sogar eine Tür, aber ich glaube nicht. Und da ich da hinten auch nur den Trollkönig gesehen habe, scheint es, dass sich Tartuk bzw. Tartuccio doch mal wieder ganz woanders befindet. To get here. Good. Now Hulgulka will tear you apart with his own hands. Und Hulgulka wendet sich von dem Schmelzofen ab, haben also richtig vermutet, mit einem hell strahlenden Brandmal auf der Brust. Im Zweifelsfall, im schlimmsten Fall, schützt ihn das jetzt vor Säure. Stop courageous and strong, Hulgulka. I wish to ask. Tartuk legt die Eisenstange beiseite, mit der er den Troll gebrandmarkt hat. Say me, why are you slaying us? What did we to you? Why take troll and kobold lives in their own home? Ich zucke auf die Schultern, es ist einfach so passiert. Borba kills because trolls and kobolds are unlike him. That's what all Borba do. Hulgulka atmet rasselnd ein und spuckt dann auf den Boden. Trolls and kobolds cannot establish a kingdom while humans kill them. Death der Borba! Hulgulka schlägt mit seiner Keule auf den Steinboden. Unter dem Ferdelschädel, den der Kobold als Helm trägt, funkeln seine feurigen Augen. So, die sind sogar noch auf unserer Seite, das wird aber nicht lange dauern. Amiri kann nicht vorstürmen, Valerie leider auch nicht. Aber ich würde es natürlich vorziehen, wenn Amiri die erste ist, Valerie die erste wäre, die dran ist. Stattdessen kriegt Valerie unglaublich einfach auf den Sack. Eieiei. So. Hulgulka hat einen unglaublich krassen Angriffsbonus. Der würde auch Valerie nicht wirklich verfehlen. Eieiei. Ikundario verursacht 27 Schaden. Der Säurebogen ist... wirklich nett. Wirklich nett.
Aber gegen diese Bestie müssen wir uns noch eine ganz andere Taktik überlegen. Ein kritischer Treffer von 60 Punkten. Autsch. Gut, also wir können wahrscheinlich die Skelette noch so wirken, dass sie uns im richtigen Moment unterstützen. Wir können das Lied spielen. Beziehungsweise wir können erstmal Heldenmut zaubern. So, das ist schon mal an alle, die sich im Nahkampf befinden. Dann haben wir noch Bärenstärke. Da denke ich, jawohl, das kriegt Valerie ab. Okay, Person vergrößern hatten wir leider nur als Zauber bei Florendil. Wir haben Aspekt des Adlers. Der ist auch sehr, sehr angenehm. Ja, und den Rest macht dann eigentlich das Lied und vielleicht noch unser Gebet. So, dann speichern wir. Gehen geschlossen ein bisschen vor. Beschwören schon mal Skelette. Und gehen noch weiter vor. Okay. So. Wir fragen mal Tartuccio, wie lange er noch was vorspielen will. Wir wissen, wer er ist. You know nothing, nothing. So, will you tell us why you brought us death? Als er das Wort Tartuccio hört, winkt der Kobold zögernd mit seiner Hand. Dann erstarrt er und zischt wütend. Hat er wirklich vergessen, wer er ist? Glaube nicht. Gut. So, wir harren jetzt nochmal da aus, wo wir sind. Vicundario kann durchaus angreifen, Lindsay. Aber wen greifen wir am besten an? Ah, schwierig. So, jetzt sind unsere ganzen Skelette vorne weg. Dann versuchen wir uns auch mit drauf zu stürzen. Einmal dann das Gebet von Harry. Und jetzt können auch alle einmal auf ihn einschlagen. So, diese Bestie haut natürlich unglaublich viel zu und rein. Aber wir treffen ihn zum Glück auch gut. Er hat eine Rüstungsklasse von 26. Damit treffen wir auch viele Angriffe. So, Raksha ist schon down. Wir versuchen jetzt nur noch die Gebete zu wirken. Und das hat halt den Nachteil, dass die Leute knapp über der Todesschwelle wiederbelebt werden und dann natürlich diese krassen Treffer auch ziemlich den sicheren Tod bedeuten. Okay, so. Wie lange halten die nochmal? Ja, eher Lindsay die Unentschlossene, wissen wir doch. Lindsay the Great. Maybe Lindsay the Indecisive. Wir haben nochmal Bärenstärke. Nochmal Bärenstärke haben. Dann an Harin. Okay. Wir warten mal wieder hier. Und schießen wir gleich auf ihn. Oh, Aspekt des Adlers hatte ich noch nicht benutzt. Schlecht. So. Dann kommt gleich nochmal die nächste Salve an Untoten. Und die beiden, weil sie einfach auch unsere guten Krieger sind in den Nahkampf. Das Vieh ist natürlich unglaublich krass. Won't kill me.
Wir müssen gucken, dass wir irgendwie unsere Gefährten am Leben halten. Irgendwie. Ach komm! 32, 27. Also wir hätten es diesmal sogar fast geschafft. Nur mal so zum Angucken. Ja, Tatuk scheint dann weniger das Problem zu sein. Verdammt. Okay, also mit der Kraft von wer weiß wie vielen Skeletten und ein bisschen Glück, dass unsere Schlüsselfiguren nicht gleich sterben, sollten wir das eintüten können. Taktik bleibt. Das Lied wird angestimmt. Die nächsten Skelette werden genutzt, um warum die Macht der Masse zu haben. Komm schon, würdest du sie jetzt bitte beschwören? Okay, und Valerie stürmt vor. Amiri stürmt vor. Und Harim auch. Und wir spammen unsere Heilzauber, solange wir können. Es ist doch nicht wahr. Boah, diese Bestie, ey. Wo sind eigentlich unsere restlichen 8 Skelette hin? Aber er ist auch schon wieder fast besiegt. Aber halt nur fast. Wow. Wow. Okay, einen letzten Angriff versuchen wir jetzt noch. Und danach ziehe ich mich kurzfristig trauernd zurück und komme dann das nächste Mal erstärkt wieder. So. Der Hund, da er noch der unsterblichste Gefährte ist, kommt jetzt mal nach vorne. Die zweiten. Achso, einmal wieder. Intelligenz aus. Der Hund bleibt. Ach, jetzt kommt er darum. Das ist eher unoptimal. So, Hund kann angreifen. Valerie greift an. Arem. Amiri. Die Skelette sind alle auf dem Falschen. Alle auf dem Falschen. So, wir lassen Amiri jetzt umkippen. Wenn sie umkippt, kippt sie um. Boah, das geht alles zu schnell. Viel, viel, viel zu schnell. So, wie viel hat... Wir haben doch gar nicht getroffen. Ach ja, stimmt. KI wieder aktivieren. Sucht euch bitte eure Ziele aus. Jetzt kriegt Rockschad auf den Sack. Okay. Da überlegen wir uns nochmal eine Taktik. Und dann legen wir die Bestie beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rockschad.